Georg Zivko, Head Coach der Vikings, 2-Mannschaft hier, 17-14 das Spiel gegen die Steelsharks knapp gewonnen, lange Zeit eine enge Partie, die Steelsharks haben 14-0 geführt, dann 17 unbeantwortete Punkte und die Sache über die Runden gebracht. War härter wahrscheinlich, als man sich das vielleicht erwartet hat vorher? Oh, vielleicht hast du dir das erwartet, also ich nicht. Ich habe mir das nicht erwartet. Wir gehen dieses Jahr wirklich mit dem Abstand allerjüngsten Vikings 2-Team, das wir je hatten, ins Rennen. Haben sehr viele Starter, die erst 17 sind und ich bin eigentlich sehr stolz auf diese erste Leistung. Also wir haben sehr viele Fehler gemacht, wir wissen, woran wir arbeiten müssen und wir wissen auch, dass das kein Honiglecken ist, die Division 1. Man ist dann zurückgekommen nach einem 2-Score-Rückstand, die Defense hat es dann schlussendlich, glaube ich, gemacht, habe ich das richtig gesehen? Die Defense hat heute wirklich außerordentlich gut gespielt. Trotzdem, wir haben auch gesehen, wie die für mich unerwarteterweise wirklich in einem sehr guten Passspiel der Steelsharks, das habe ich letztes Jahr noch nicht in dem Ausmaß gesehen, war wirklich toll anzuschauen und insgesamt glaube ich auch, dass es auch zum Zuschauen eine sehr interessante und spannende Partie war. Nächster Gegner sind die Black Lions, Entschuldigung, jetzt nur mehr Lions aus Kärnten. Da erwartet man sich vielleicht noch eine stärkere Mannschaft, als auf die man heute getroffen ist, oder? Natürlich, die haben letztes Jahr noch AFL gespielt, also die haben sehr viele Spieler mit AFL-Erfahrung. Und wie gesagt, für uns ist diese Liga sicher kein Walkthrough sozusagen, dass wir uns da einfach durchmarschieren werden. Das wird sicher nicht funktionieren. Ja. Was sind denn eigentlich die Ziele der Vikings? Traditionellerweise ja Talente zu rekrutieren für die Einsermannschaft. Jetzt hat man vor 2 Jahren den Switch gemacht, nur mehr Junioren spielen zu lassen. Ist es auch so, dass man die vorbereitet für sozusagen kommende Aufgaben in der AFL? Ja, selbstverständlich. Also ich meine, man muss auch dazu sagen, leider nimmt mir auch natürlich der Coach Karl Eicher die besten Junioren auch weg. Also wenn es sehr gute 19-Jährige schon gibt, die schon das Zeug haben, in der AFL zu spielen, spielen die natürlich auch am Sonntag. Ja. Und das Ziel ist es einfach, hier Spieler zu entwickeln. Ja. Natürlich wollen wir überall, wenn wir antreten, gewinnen, aber im Vordergrund steht natürlich, dass unsere Burschen gegen stärkere, härtere Gegner als in einer reinen Juniorenliga spielen und somit sehr gut vorbereitet für die AFL dann bereits sind. Gab da einige Nicklichkeiten an der Sideline, es haben Coaches Strafen kassiert, habe ich gesehen. Wenn es ja nur darum geht, Talente zu rekrutieren, dann würde man ja nicht so heißblütig ins Rennen gehen, wie die Coaches heute. Da will man schon auch gewinnen. Natürlich, das habe ich gleich am Anfang gesagt, wir wollen immer gewinnen. Obwohl jetzt zu den Strafen ist halt, ich glaube für die Refs war es auch das erste Spiel dieses Jahr. Wir müssen alle erst reinkommen und uns wieder an den Spielalltag gewöhnen. Also die Saison hat erst begonnen. Viel Zeit zum Gewöhnen. Ich wünsche euch noch viel Spaß im Sommer. Wir werden uns noch öfter sehen. Danke. Danke, Walter. Gabriel Dott, den Headcoach der Steelsharks, trauen hier ganz knapp verloren gegen die Vikings 2, 14-17, 14-0 vorn gelegen, dann die 17 Punkte kassiert. Die Defense der Vikings dann sehr stark gespielt. Was daran ist gelegen, dass wir den Sieg hier heute nicht geholt haben, der zum Greifen nahe schien? Also in erster Linie sind wir nachher dann sehr nervös geworden. Das hat uns meiner Meinung nach nachher dann auch das Spiel gekostet. Also man hat es auch gemerkt, wir waren an der Sideline nervös. Das hat sich natürlich dann auch auf die Spieler übertragen. Also das ist sicher ein Punkt, in dem wir in nächster Zeit auch noch arbeiten werden. Habe auch heute sehr nervöse Coaches an der Sideline der Vikings gesehen. Da ist schon viel gegangen schon in dem ersten Spiel, aber die Vikings immer sagen, ja, wir wollen da nur Talente rekrutieren, die wollen auch gewinnen. Natürlich wollen sie gewinnen, wer will das nicht. Ich sage jetzt einmal, es ist ja wahrscheinlich auch so, dass auch deren Spieler motiviert gehören. Und wie kann man sonst dann Spieler motivieren, als dass man die Spiele gewinnt? Jetzt gibt es dann noch ein Rückspiel. Euer nächstes Spiel ist einmal, Entschuldigung, das sind die Vienna Knights zu Hause in Traun. Und starkes Team auch in den letzten Jahren, das sich entwickelt hat. Was erwartet man da vorausschauend? Dasselbe. Also ich warte mir in der Saison jedes Spiel einen Sieg. Wenn es nicht funktioniert, muss man schauen, woran es gelegen ist. Daran arbeiten. Und ins nächste Spiel werden wir wieder mit derselben Einstellung reingehen und werden versuchen, das Spiel zu gewinnen. Haben wir alle in unserer kleinen Redaktion getippt, die Steelsharks werden das verlieren, die Vikings 2 werden das gewinnen und haben uns dann sehr gewundert, was da passiert ist. Ihr seid doch, kann man das sein, stärker geworden über die letzte Saison? Ich sehe unsere Defense insgesamt um eine Spur schwächer, weil uns da erfahrene Spieler abhanden gekommen sind. In die Offensive auch absolut stärker als wir im letzten Jahr. Beispiel? Ja, gut daran gearbeitet, gute Leute zugekriegt und eben Bunzenberger Jürgen, sage ich jetzt einmal, den muss ich wirklich herausheben, der super gearbeitet hat, kein einziges Training verpasst hat und sogar die Quarterback-Schule, die wir jetzt auch anbieten, noch regelmäßig besucht hat. Jetzt gibt es noch ein Rückspiel gegen die Vikings 2, da gibt es nur ein Motto, oder?
Genau, gewinnen. Dann wünsche ich viel Glück dazu und, ja, und auch viel Erfolg für die kommende Saison. Hat gut ausgeschaut, was ihr da heute im ersten Spiel gemacht habt. Recht herzlichen Dank.